Willkommen, schön dich zu sehen. Willkommen in unserer Alle Farben Session. Hallo, Hallo. Devon. Hallo, Devon. Hallo. Guten Abend. Hallo. Guten Abend, das ist ja auch irgendwo unsere letzte Alle Session vor der Warm-up-Woche zum Festival, zum Bad Meinberg Wunderfestival. Und lade dich natürlich ein, nachdem das Thema über die Macht und Stärke unseres Geistes ist, dass du vielleicht gleich mal wählst, wie du dich auf der menschlichen Ebene erfahren möchtest, was du gerne sehen, wahrnehmen möchtest und dass du da auch wirklich eintrittst in eine vollkommene Gewissheit, dass die Macht der Entscheidung dein ist und dies nicht nur in Bezug auf den Himmel und diese Macht, wie sie durch den Schöpfergeist dir gegeben wurde und sich ausdehnt, sondern natürlich wählst du auch und bist verantwortlich dafür, was du siehst, und du wählst jedes Bild, du wählst alles, was an Ego-Perspektiven dir gezeigt wird. Und da ist kein anderer Geist da draußen, da ist kein getrennter Ego-Geist da draußen, der das wählt oder wählen könnte. Und du kannst hier gerne deinen Menschengeist hier sich teilen und ja, fantasiereich ausdehnen lassen, oder du kannst sagen, naja, ich habe ja gerade ein wunderschönes Wetter, eigentlich möchte ich ja mich in der Natur erfahren, und das habe ich gerade jetzt als eine Idee in meinem Geist, und so kann ich sofort durch diese Wahl das Bild verändern. Und wie du siehst, ist das dann nicht nur meine Wahrnehmung, sondern meine Wirklichkeit. Und so teile ich diese Wirklichkeit ständig mit dir, mit meinem Selbst. Und diese Wirklichkeit der Illusion zu teilen, haben wir herausgefunden, macht keinen Sinn mehr, nicht wahr? Eine Wirklichkeit von illusionären Bildern und so anzubieten und so zu verschönern. Wow, ich bin ja jetzt in Wisconsin, das ist der Wisconsin River, und ich sehe da die Beach und die Leute gehen hier schon hin, weil es schon so einladend ist. Und es hat uns nicht wirklich zufriedengestellt. Es hat uns nicht wirklich glücklich gemacht. Und so finden wir uns eben zusammen in einem kleinen oder größeren Rahmen. Das spielt alles in Wirklichkeit keine Rolle, weil wir uns zusammenfinden im höheren Geist, im Gottesgeist, im Geist unserer Heiligkeit, im Heiligen Geist. Und laden hier ganz natürlicherweise ein, dass er uns ein Bild des Lichtes zeigt, das tatsächlich, wie könntest du sagen, wie eine Schablone über all die Bedeutungen der Illusionen gelegt wird. Und es ist so rückstrahlend, dass es zuerst sogar für das menschliche Auge richtig wehtut und am besten in Meditationen die Augen geschlossen werden oder damit es überhaupt erkannt wird als ein Funke von Licht, je nachdem, wie du das mitbringst bereits aus deinen Erfahrungen. Aber es wird zu einem Teilen von einer Mächtigkeit, die uns ausmacht, die tatsächlich die Macht von Gottes Geist ausmacht. Und sicher gehe ich hier in meiner ersten Episode zu diesem Monatsthema erstmal ein, darauf, wie ich diese Macht versucht habe, in der Zunutzemachung dieser Macht und Kraft der Entscheidung mir in meinem Geist begrenzt zu halten oder mir als eine begrenzte Erfahrung anzubieten, mich in Begrenztheit, in Kleinheit, sagt Jesus im Kurs, zu halten und in dem Sinne mich in einer körperlichen Existenz, in einer Existenz in Bezug zu meiner Welt als Teil
wiedererkennen und definieren kann, festlegen kann. Und auch obgleich wir wissen und es bereits ganz klar in unserem Geist aufscheint, dass wir hier von in Wirklichkeit von einer Kraft, von einer Macht sprechen, die diesen bewussten Kontakt mit Gott in uns eröffnet und repräsentiert. Oder wer kennt nicht den Ausdruck, die Macht, die Kraft, die Stärke des Gebetes, die Macht, die Mächtigkeit der singulären, wahren Kommunikation in einem Geist und als ein Geist. Und trotzdem werden da natürlich auch unterschiedlichste Definitionen in Verbindung gebracht. Wenn wir von Macht sprechen, mag durchaus die Verbindung zur geistigen Welt stärker hervorkommen oder in Erinnerung kommen. Und so ist es eher, wenn wir von Stärke sprechen, dass der Bezug zur physikalischen Welt, zur materiellen Welt oder zum emotionalen Geisteszustand eher im Vordergrund steht, ne? Und so glauben wir halt, naja, wenn Konflikt in den Geist eindringt und du erzählst eine Geschichte, wie du oben schwimmend den Konflikt irgendwie handhaben konntest, dann wird das eher beantwortet, dass du Stärke gezeigt hast oder da hast du es mal dieser anderen Person, deinem Boss oder deiner persönlichen Beziehung mal endlich gezeigt. Das ist dann, wird als Zeichen der Stärke gewertet, ne? Und auch natürlich mentale Stärke, wenn im mentalen Training ein wirklicher Fokus auf bestimmte Gedanken, Systeme, Konzepte ganz klar ausgerichtet ist und verwendet wird und in dem Sinne aufgezeigt wird, dass da nicht viel etwas daneben oder etwas anderes an Wert da sein kann, dann wird das als Stärke verwendet. Und das verwendet selbst Jesus in der Geistesschulung mit den Übungen, weil wir uns auch hier auf eine alternative Denkweise, auf alternative Gedankengut fokussieren. Und in dem Sinne, das, was wir aus der Vergangenheit mitnehmen, erstmal so stehen lassen oder eben nicht mehr diese Betonung und diesen Fokus legen. Und der Wert darin liegt halt, dass eine Energie, die durch ein Gedankensystem, durch ein alternatives Gedankensystem eröffnet wird, natürlich auch geteilt wird, weil es unserer Erfahrung, unserer Wirklichkeit tatsächlich entspricht, daran, woran wir glauben. Und so ist dieses Bestärken des Glaubens absolut abhängig, worauf, in welche Zielrichtung, worauf sich der Geist ausrichtet und ob sich jetzt der Geist nach wie vor auf Aspekte der Ego-Denkweise ausrichtet oder wirklich sagt, ich brauche hier eine Quelle, die nichts mehr mit einer Verbindung mit der Vergangenheit zu tun hat. Ich eröffne mir eine Quelle, die meine Schöpfung repräsentiert und zu der ich selber sagen kann, dass ich aus ganzem Herzen Ausdehnung sein möchte. Und erst da wird es zu etwas anderem und repräsentiert es eine Stärke, die wir dann als Liebe miteinander teilen und ausdehnen. Und du hast sicher bemerkt, dass du zu unterschiedlichsten Inhalten, die selbst gar keinen großen Unterschied in der Wortwahl und in der Ausdruckswahl ausmachten, ganz, ganz unterschiedliche Reflexionen und Reaktionen empfangen durftest, weil genau da es das Resultat und die Wirkung ist, worauf der Geist noch ja, einen Wert sieht, beziehungsweise etwas investiert darin. Und wenn ich etwas in eine Illusion investiere,
dann werde ich ein begrenztes Bild von meiner Welt gezeigt bekommen. Und es wird mir aufzeigen, dass ich zwar vielleicht eine Stärke repräsentiert habe, die zeitweilig und für diesen Moment vielleicht mir ein anderes und ein besseres Bild anbot, aber nicht wirklich mein Problem der Trennung von Gott lösen konnte und auch nicht mein Problem des Unglücklichseins im Menschendasein lösen konnte, weil ein zeitweiliges Verbessern haben wir tausende, hunderttausende Mal millionenfach erfahren und erkannt, ist nicht wirklich das, was wir für uns wollen. Und das wird natürlich in dieser Eingangslektion, dieser Sequenz, wo wir gerade stehen im Übungsbuch, in der Lektion 128, ganz, ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Interessanterweise kommen wir ja von der Lektion, dass es keine Liebe gibt, außer der Liebe Gottes. Und dann schlägt er hier so richtig mal in die Kerbe und macht uns darauf aufmerksam, dass die Welt, die ich sehe, nichts birgt, was ich will, in dem Sinne, nichts für mich enthält, dass sie nicht wirklich etwas hat, was ich wirklich möchte. Und wenn ich hier nur den Anfangsteil mit dir kurz mal teile, um zu sehen, worauf er hier eigentlich anspielt, wirst du sofort sehen, dass hier ein Zusammenhang mit dieser Entscheidung, welche Stärke, welche Macht ich wähle für mich, um hier entweder einen Wert einer Welt mich zu identifizieren und teilzumachen, oder mich erinnere, dass es keine andere Liebe gibt als die Liebe Gottes und dass diese Liebe aus einer Quelle kommt, die meinen Schöpfergeist nicht nur berührt, sondern vollkommen entspricht. Und so diese Schlüssellektion, die natürlich in der morgigen Lektion, dass es jenseits dieser Welt eine Welt gibt, die ich wirklich will, also eine wirkliche Welt gibt, die hier mir diese Aktionen ganz klar aufzeigen, bis ich ankomme, dass es unmöglich ist, zwei Welten zu sehen. Aber diesen ersten Aspekt, dass die Welt, die ich sehe, nichts birgt, nichts enthält, was ich wirklich möchte, was ich wirklich wähle, was ich für mich will. Und das ist natürlich eine Idee, die kein Geist, der wirklich erwachen möchte aus dem Traum der Trennung, überblicken kann oder dem entkommen kann, hier einen guten Blick darauf zu werfen. So, die Welt, die du siehst, hat dir nichts anzubieten. Ich lese es für mich selber. Die Welt, die ich sehe, hat mir nichts anzubieten, was ich brauche. Weder etwas, was ich in irgendeiner Weise benutzen könnte, noch irgendetwas, was dazu diente, mir Freude zu bereiten. Und sicher, da wird der Ego-Geist schon hochspringen und jede Menge Argumentationen vorbringen und Beweise anführen, dass das ja überhaupt nicht stimmt. Aber es stimmt aus dem Grunde, weil das, was sich im Geist eröffnet und zu einer Liebe wird, zu einer wahren Freude wird, in Wirklichkeit nicht mehr eine Reflexion der Welt ist, sondern eine Reflexion des wahren Geistes, eine Reflexion unserer einen wahren Kommunikation mit ihm, die Verbindung mit ihm. Und so macht er dann hier einfach weiter, indem er uns wirklich hier einlädt, uns anzusehen, wie unsere Denkweise und wie unser Geist eigentlich hier das Ganze auch macht bzw. wirklich hält. So glaube diesen Gedanken, was wir gerade miteinander geteilt haben, dass die Welt wirklich nichts anbietet, was ich nutzen könnte bzw. was mir Freude bereitet. Und dir bleiben und mir bleiben Jahre des Elends, zahllose Enttäuschungen und Hoffnungen erspart, aus denen bittere Asche der Verzweiflung wird. Und wenn du gehört hast, glaube diesen Gedanken, dann weißt du,
Oder kannst dich fragen, ja, wie komme ich denn zu diesem Glauben überhaupt? Und weißt du irgendwo in deinem Geist, dass du eine Kraft, eine Macht in deiner Entscheidungsfindung, in deinem Verstandesgeist, in deinem Intellekt, das das menschliche Bewusstsein auch ausmacht, dir zunutze machst, um hier auf vernünftige Art und Weise ein Angebot von Christus Jesus anzunehmen in diesem Kurs in Wundern, auch wenn die Welt und nirgends in der Welt so etwas gelehrt wird. Und er sagt weiter, dass es niemanden gibt, der diesen Gedanken nicht als wahr annehmen müsste, wenn er die Welt hinter sich lassen und sich über ihren engen Horizont und ihr bedeutungsloses Treiben aufschwingen möchte. Wenn wir über die Welt tatsächlich in das Licht eintreten wollen, wenn wir etwas Lichthaftes sehen wollen, was diese anscheinende Wirklichkeit aus der Vergangenheit der Welt in einem neuen Licht präsentiert. Und ein jedes Ding, das du hier schätzt, ist nichts als eine Kette, die dich bindet an die Welt und sie dient keinem anderen Zweck als diesem. Denn alles muss dem Sinn und Zwecke dienen, den du ihm gabst, den du in der Macht, in der Mächtigkeit der Entscheidung, die du von Moment zu Moment triffst, ihr gibst, bis du einen anderen Zweck darin erblickst, bis du einen anderen Zweck in der Welt anerkennst, suchst, ausdehnst, dich teilmachst, hier eine Welt des Lichtes auszudehnen und zu teilen und zu repräsentieren, als ein Lichtwesen selbst. Und wie du heraushören konntest, ja, die Kette, die dich bindet an die Welt. Und die meisten, die selbst auch spirituelle Fortschritte machten, auch in den verschiedensten Programmen von Geistesschulung, haben diese Ketten nur vergoldet. Und dann war es halt eine goldene Kette, die aber, oder goldene Handschellen, sagen wir hier in den USA. Wenn ich schon gebunden bin, dann will ich zumindest eine goldene Handschellen, eine goldene Kette. Aber was ist denn die Wirkung? Gebunden sein ist trotzdem gebunden sein. Und deswegen ist dies ein Kurs in Wundern, um eine neue Freiheit für uns zu entdecken, wieder zu entdecken, wieder zu eröffnen. Und diese neue Freiheit wird jedes Mal aufgezeigt, wenn wir uns mit ihm, mit dem Christus selbst, mit dieser Mächtigkeit des Heiligen Geistes verbinden. Und sicher tun wir das tagtäglich in unseren Gebeten, in unseren Meditationen, in unserem bewussten Kontakt mit Gott. Aber dass ein Zusammenkommen, ein persönliches Zusammenkommen, ob zwei oder mehr, ein tatsächliches Angebot ist von außerhalb von Raum und Zeit für eine Beschleunigung, um diese Mächtigkeit wirklich so stark zu erfahren, damit hier kein anderes Gedankengut mehr übrig bleibt. Das ist natürlich auch nach wie vor vollkommen individuell, wie es individuell im Geist wahrgenommen wird, ob das annehmbar ist oder nicht. Als für mich dieser Wunsch oder dieser Wille, meine mächtigen Gefährten zu treffen, das wirklich nur ein Ausdruck war, wo sind denn diejenigen, die dieselben Erfahrung hatten, die diese Erfahrung teilen, die das verstehen, wovon ich hier spreche und was ich hier erzähle aus meiner Erfahrung? Und ich bin bereit, meine gesamte Welt hintanzuhalten und loszulassen. Und so habe ich es auch gemacht und bin dahin gegangen, wo ich dieses Angebot gesehen habe, wo ich mit diesem Angebot mitgehen konnte und mich einbringen konnte. Und so sehe ich auch dieses Angebot. Danke dir, Andreas, für all dein Geben, für
all die Energie, die du in diese Ideen reinlegst, so ist dieses Angebot wie ein Wunderfestival in Bad Meinberg, das tatsächlich jeden Moment eigentlich angeboten wird, aber eben nicht immer gesehen wird, dass es da ist, weil eben die tagtäglichen, okay, ich will ja da hinten diesen wunderschöne Umgebung vom Wisconsin River gerade erfahren und habe meine Betonung gesetzt, ne? Und das Angebot ist immer da. Und es braucht eigentlich nicht viel. Es braucht wirklich nur, wenn wir genau mathematisch vorgehen, 51% unseres Bewusstseins dem eine Chance zu geben und das zu eröffnen. Ah, ja, vielleicht ist es ja doch eine Beschleunigung und bietet mir hier eine größere Version dieser Macht und Stärke meines eigenen Geistes an, dass ich mir besser bewusst werde, schneller bewusst werde in den täglichen Situationen, dass ich eigentlich aus einer Stärke heraus operieren kann, die überhaupt nichts mehr mit dieser Welt zu tun hat, mit der Welt der vergangenen Bedeutungen, dass es tatsächlich ein Eintreten in der neuen Welt ist und die, die schon so weit sind und schon längst über das darüber hinaus sind, wovon ich hier spreche mit der Lektion 128, dann vergib mir einfach und du kannst hier abschalten und brauchst auch nicht mehr weiter zuhören, weil dann bist du eh okay und in totaler Verbindung mit ihm. Ich habe dir nicht wirklich irgendwas zu lehren oder zu sagen, sondern das Einzige ist dann wirklich nur Danke. Ne? Danke, dass du so. Für mich ist auch das Thema der Stärke und der Macht des Geistes absolut ein Thema, was unser erstes Thema war, nämlich die Entschlossenheit. Entschlossen zu sein für eine Lösung war der Zugang und die Ausrichtung des Geistes. Ja, ich will hier eine Macht ausdehnen und verfügbar machen für mich selbst, damit der Weg geradlinig erscheint und der Weg ganz klar ist, wohin er führt. Also das ist, wie es hier in der Lektion als einziger Sinn und Zweck erklärt wurde, den die Welt dann tatsächlich bekommt als ein Hilfsmittel, um alles, was ich hier noch sehe, was ein Produkt meiner eigenen Denkweise ist, mit nach Hause zu nehmen. Ne? Das sind die Aktionen der Vergebung unserer selbst, von denen wir einfach nicht vorbeischauen können oder sie umgehen können. Und ich wurde da angewiesen oder hingewiesen in etwas, was mir gegeben wurde als Begriffserklärung, wie es im Kurs als am Ende des Kurses und in einer Edition sogar zu Beginn, also die Begriffsbestimmungen, die Begriffserklärungen gegeben sind, wo es mehr oder weniger um Ausdrucksweisen geht, die etwas auch konzeptionell verstehbar machen kann. Und ich habe hier bestimmte Ideen zusätzlich noch mit reingenommen, die zwar in anderen Wortwahl verwendet werden, wie auch im Kurs, wo er in diesen Begriffsbestimmungen vom Bewusstsein spricht. Und habe hier natürlich das, worum es sowieso geht, dass wir den Geist uns ansehen, was menschlicher, konzeptioneller Geist oder Geist mit Heiligen Geist ist. Und habe hier auch mit reingenommen, was wir als Wahrnehmung kennen, als eine Wahrnehmung, wie sie eben in der Trennung mit dem Ego-Geist wahrgenommen wird oder mit dem Heiligen Geist als eine wahre Wahrnehmung bereits im Lichtgeist erkannt wird und was als Empfindung und Gefühle in uns, in unserem menschlichen Erfahren eben Wirklichkeit angenommen hat. Und natürlich auch die Idee des Körpers, die Identität, die Identifikation als Körper, als ein Körper, der Vergänglichkeit aufweist oder, wie ich es auch ausgedrückt habe, als wenn klar wird im Geist, dass da nichts da ist, was Materielles ausmacht, dann wird tatsächlich ein Lichtkörper, ein Lichtwesenheit als letzte Wahrnehmung noch gesehen.
Und bevor ich zu diesen Beschreibungen über Gott in der Verleugnung beziehungsweise in der Erkenntnis gekommen bin, habe ich eingefügt das Element, was ich aus der östlichen Philosophie wirklich immer wieder und was wir auch in der Philosophie, in der westlichen Gesellschaft mitbekommen haben, wo es um die Vernunft geht, um den Intellekt geht. Und ich möchte hier diese paar Sätze mit dir teilen, weil hier der Ausdruck der Macht des Geistes, die Mächtigkeit, die Stärke des Geistes drückt sich aus, wie auf welcher Ebene wir Vernunft und Intellekt uns zur Verfügung machen können. Vernunft, Intellekt ist der freie Wille, den Gott dir als seinen Sohn gegeben hat, um den Wahnsinn aufzuheben. So, du kannst schon heraushören, dass hier eine Kraft, eine Macht am Werk sein wird, aber dass es von Gott kommt, als wirklich du als seine Schöpfung, ich als seine Schöpfung, als sein Sohn, habe absolut in dem Sinne, denn bin frei dazu, kann wählen, habe einen freien Willen, um all mein Machwerk, all dem, womit ich mich fälschlicherweise identifiziert habe, aufheben zu lassen. Es ist auch das Entscheidungstragende. In der Entscheidung liegt wieder die Macht. Das Entscheidungstragende Ich, das sich aller Denkbewegungen im Geist bewusst ist. Zum Beispiel tun und bewegen, Folgen von Handeln und Nichthandeln erfahren, feiern oder leiden. Es ist in der Lage, mit den Bildern des Geistes unabhängig von instinktiv programmierten Reaktionen fertig zu werden. Und das ist, soweit wir es kennen, in unserem Bewusstwerdungsprozess eigentlich einzigartig für den menschlichen Geist, mit Ausnahme von ein paar tierischen Geistern und Verwirklichungen. Aber wir sind nicht mehr gebunden an unseren programmierten instinktiven Reaktionen. Durch den Intellekt kannst du über dein tierisches Anführungszeichen Erbe hinausgehen, das dich hier in der Welt gebunden halten würde, zu einer neuen Erfahrung deiner selbst, eine vollständige Alternative zu allem, was du jemals durchlebt hast. Zu einer vollständigen Alternative. Das ist, wofür Macht des Geistes wirklich verwendet wird. Dein Intellekt existiert bereits vor dem erlernten konzeptionellen Denken und der Sinneswahrnehmungsfähigkeit des Geistes und wird als deine selbstbestimmte Fähigkeit definiert, die bewusste, selbstgerichtete Willenskraft. So, das ist erstmal die Definition, wie es im Menschengeist in der Trennung fokussiert werden kann am Weg nach Hause. Eine bewusste, selbstgerichtete Willenskraft, so wie wir es in den Lektionen hören, wenn wir wiederholen. Ich will den Frieden Gottes, ist eine bewusste, selbstgerichtete Willensausdruck. Willenskraft. Und die Stärke, Gott ist die Stärke, die Schau ist seine Gabe, ist jetzt, okay, hier empfange ich eine Gabe, es ist ein Sehen, ein neues Sehen mit aus dem, was ich mir neu gewählt habe und was mein Wille in meinem neuen Geist ist. Und dies geht natürlich dann hin zur Lektion 47, dass Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue, wo dann der Fokus tatsächlich auf, okay, ich werde mich nicht mehr auf irgendetwas in der Vergangenheit beziehen, sondern ich eröffne meine Quelle, Gott selbst, als die Quelle dieser Stärke. So, noch einmal. Und wird als deine selbstbestimmte Fähigkeit definiert, die bewusste, selbstgerichtete Willenskraft, die nicht in Kommunikation mit dem Heiligen Geist sein kann. Dein kleiner Eigenwille
ja, den wir als den Ego-Willen bezeichnen, ja, der sich in deinen Versuchen der Reintegration von Materie in das reine Lichtgeistbewusstsein oder von Illusionen und Ignoranz in die Wahrheit ausdrückt, hatte wirklich nie eine eigenständige Kraft. Da sind wir. Das ist ein sehr wertvoller Punkt. Ne? Okay, da hatte ich überhaupt keine Stärke und keine Kraft. Solange ich im Eigenwillen in dem Sinne auf der Zeitlinie zu verbleiben und hier etwas zu wollen, was mir nur vorübergehende Erfahrungen anbieten konnten, mich in der Materie, in der Illusion, in der Ignoranz behielt, in diesen goldenen Ketten behielt und nach wie vor band, hatte wirklich nie eine eigenständige Kraft getrennt von Gott. Diese Kraft kommt wirklich vom Heiligen Geist, der nirgendwo anders als in deinem Geist ist. Und um das jetzt überzuführen auf das, was Wille Gottes ist, die wahre Natur des Intellekts ist das Licht Gottes, die Intelligenz, das Selbst, das sich selbst, in allem erkennt, indem du den Willen Gottes als deinen eigenen annimmst. Es wird im Gedanken verwirklicht, dass es keinen Willen außer Gottes Willen gibt und dass es keine Liebe außer Gottes Liebe gibt. Sich zu entscheiden, nicht mehr zu entscheiden. Das hast du sicher schon gehört. Die wahre Mächtigkeit in unserer Entscheidung zeigt sich dann, wenn wir bewusst werden, ich entscheide, nicht mehr zu entscheiden, nicht mehr etwas Begrenztes zu wählen, um mich darin zu erfahren, um mich darin zu rechtfertigen. Oh, siehst du nicht Gott, wie wunderbar ich hier existiere in meinem Traum? Nicht wahr? Ich brauche mir das nicht mehr dann zu beweisen, noch versuchen, Gott zu beweisen. Und da siehst du schon, welcher Wahnsinn da sofort ins Spiel kommt, wenn dem nicht gefolgt wird. Ne? Da beginnt der totale Wahnsinn. Ne? Es ist Wahnsinn, ne? Gott zu versuchen, zu beweisen, dass hier eine selbstgemachte Existenz einen Wert hätte. Ne? Der einzige Wert hier ist, mich zu erinnern, dass ich tatsächlich das nicht bin, woraus ich mich gemacht habe, aber alles verwende, um mich zu erinnern, wer ich wirklich bin, wie er mich schuf. Okay. Gottes Wille wird im Geist seines eigenen Sohnes erkannt, wird als ein Wunder reflektiert oder einfach als intuitives Erkennen und als natürlicher Ausdruck, du selbst zu sein, ohne dass es einer Rechtfertigung bedarf, Teil der Welt zu bleiben. Und noch einen Abschlusssatz aus der Definition, das ist alles noch Teil der Einleitung von 3 Tage zum Erwachen-Tag. Tag 2, hier über die Kraft und Gott dann. Es gibt einen Gott, allumfassend, allliebend, ewig schöpferisch. Jenseits des konzeptionellen Geistes, der Sinne, des Körpers und des Intellekts ist Gott als die eine schöpferische Kraft gegenwärtig, das alles bemerkende Bewusstsein. Ohne Beobachter oder Beobachtetes, die Essenz, das alles durchdringende Substrat von allem, das Selbst in allen Selbsten. Gott ist in allem, was ich sehe. Und jetzt können wir gerne wieder zurückkehren und ansehen, wie wir eigentlich genau diese Mächtigkeit oder diese Kraft, diese Macht, wie sie uns gegeben wurde, versucht haben, in unseren eigenen Träumen, in unserem persönlichen und privaten Denken zu verleugnen und dann zu sagen, ja, ich bin ja dann stark und wenn ich mich erfolgreich körperlich verteidigen kann. Ne? Und jetzt mache ich halt mal all diese Kurse von
Jiu-Jitsu und Karate und was immer, weil wenn ich mich nicht verteidigen kann, dann bin ich nicht stark genug. Und das ist wie Stärke eigentlich viel eher in der Welt als etwas gesehen wird, als wirklich diese Kraft, diese Stärke in der Verbindung mit unserer wahren Quelle. Und wir versuchen nun, aus diesen alten Bedeutungen in dem Sinne zu entkommen, indem wir sie wirklich untersuchen, inwieweit wir das noch selbst definitionsgemäß in diesen Zusammenhang bringen. Und sicher jeder, der, so wie auch ich, in verschiedensten Erlebnissen erfahren durfte, wie schnell eigentlich eine körperliche Stärke aufgebraucht ist. Dass man sich nicht einmal umdrehen kann, noch einen Finger bewegen kann, ja, bis zu dem Ausmaß, weiß, dass das Stärke ist, was dann ins Bewusstsein kommt, was nicht sterben kann. Weil das wird dann vollkommen klar erkannt. Es wird das wahre Bewusstsein, die Seele buchstäblich, der reine Geist, wird so klar gesehen in dem Moment, in dem alle Stärke, die der Körperlichkeit zugeordnet wurde, zugeteilt wurde. Wieso? Aus was immer für Gründen nicht mehr da ist, nicht mehr gegeben ist. Bist du dir bewusst, dass du als menschliches Wesen von der ATP-Produktion deiner Mitochondrien in jeder Zelle abhängig bist? Was die machen ist, die formen das Gift Sauerstoff um in Energie und diese Energie macht sozusagen deine Stärke deines Körperdaseins aus. Und wenn da nur irgendetwas nicht gut funktioniert, ne? Ich durfte eine Erfahrung machen, wo der Sauerstoffgehalt im Blut von dem normal 98 bis 100% dann selbst nur unter 90% fehlt oder unter 80% fehlt. Und da ist nichts mehr da, da kannst dich nicht mal mehr umdrehen, da kannst nicht sprechen, da kannst dich mit niemandem kommunizieren, kannst vielleicht noch machen. Und das ist die Stärke der Körperidentität, okay? Aber was darin wirklich eingeladen wird und erkannt wird, ist tatsächlich, was sich als der reine Lichtgeist zeigt, was sich als unsterbliche, ewige Kraft präsent macht. Und das ist letztendlich dann eine Neuauflage des Erwachens aus dem Traum. Und wir erkennen dann erst wirklich in solchen Situationen, in dem eigentlich die Illusion verkrümmelt und vergeht und zu nichts wird, welche Gaben uns gegeben wurden. Und ich gehe hier nur ganz kurz noch darauf ein, es ist gerade erst vor ein paar Tagen war es in der Übung und ist genau in dem Zusammenhang gebracht worden mit Macht und Stärke. In der Lektion 123, ich danke meinem Vater für seine Gaben an mich, spricht er davon, dass selbst Gott Danke sagt seinem Sohn, mir, dir Danke sagt. Und in dem Sinne für all die Gaben, die wir empfangen, um sie uns tausend und hunderttausendmal vermehrt zurückzugeben. Das waren die Aussagen, die Sätze darin. Und hör hier hin. Er wird, Gott selbst, ne, er wird deine Gaben dadurch segnen, dass er sie mit dir teilt. Und so, weil sie geteilte Gaben sind, so nehmen sie an Macht und Stärke zu, bis sie die Welt mit Freude und mit Dankbarkeit erfüllen. So lange. Das ist, wo wir tatsächlich dann im Licht verschwinden, diese Welt vollständig verschwindet, wenn mit den letzten Anteilen unseres Geistes die Freude und Dankbarkeit geteilt wird, erfüllt wird. Und so hat er dann auch weitergemacht am Tag darauf in der Lektion 124.
Ich will mich daran erinnern, dass ich eins mit Gott bin, ganz zu Beginn, ja. Wir wollen heute wiederum Dank sagen für unsere, und jetzt Identität großgeschrieben, unsere wahre Identität in Gott. Unser Zuhause ist sicher. Mein Zuhause, dein Zuhause, Bruder, ist gewiss. Es ist sicher. Schutz ist gewährleistet in allem, was wir tun. Oh mein Gott. Macht und Stärke stehen zu unserer Verfügung in allem, was wir unternehmen. Und was ist der nächste Satz? In nichts können wir scheitern. Und da können wir natürlich darüber lehren, bis die Kühe auf der Weide sich wieder gute Nacht sagen, weil die Idee des Scheiterns, und das muss verstanden werden, ne? Und danke, Hubert, dass du das auch gelehrt hast morgens. Aber die Idee des Scheiterns kann nur bezogen werden in Bezug auf eine Identifikation als Ego und im Ego-Geist. Weil nur als Ego glaube ich ja, dass Scheitern möglich ist. Und in ein paar Tagen kommen wir an, dass die Lektion 131 dann wieder das mich bekräftigt, dass Scheitern vollkommen unmöglich ist. Aber nur wann? Wenn ich die Wahrheit suche. Ja, jeder Geist, der die Wahrheit sucht, kann nicht scheitern. Ja, so das ist der springende Punkt. Und die Wahrheit liegt nicht in einer Anwendung einer begrenzten Stärke und Macht, sondern nur in einem Erfahren, Erkennen und Ausdehnen der Macht, die von der Schöpfung selbst kommt. Und so ist es. Das sind so, na, das sind so Sätze, da lese ich mal oft so schnell darüber hinweg und aber wozu ist denn ein Kurs in Wundern wirklich da? Und das werden wir auch wieder ganz sicher von der Pike auf im Festival in Bad Meinberg uns wieder einander demonstrieren, nicht wahr? Gestern lacht schon. Und das ist dieses Basislehren, das ist einfach so essentiell. Ne? Und es geht wirklich nicht über die Basis drüber hinaus, nicht wahr, Andreas? Und diese Sache aus der Basis heraus, wirklich zu sehen, oh, ich werde ja hier eingeladen von einer Botschaft, die heißt Ein Kurs in Wundern. Und natürlich, hahaha, in den Esoterikkreisen höre ich dann, wie zugefügt wird, ja, ich wundere mich eh schon seit längerem. Sehr witzig. Aber die Basis eines Angebots von einem Kurs in Wundern ist, dass ich mir Ideen, wie sie hier präsentiert werden, ein Gedankengut, wie es mir gegeben wird, dass ich hier darüber nachdenke, dass ich meine eigenen Gedanken darüber forme, was hier aus meinem eigenen Christusgeist zu mir kommt. Und natürlich sieht es so aus, naja, was mache ich da mit fast 1400 Seiten? Das ist ja ein Lebenswerk. Ja, du bist schon viele Leben lang auf dem Weg und du verlierst nichts, wenn du jetzt dieses Leben, dein letztes sogenannte Leben wählst, damit es zum ewigen Leben werden kann. Und das war für mich ganz klar, als ich, wie ich schon sagte, als ich dann wirklich, okay, jetzt aber der Weg und jetzt geht's nach Hause und jetzt nur will ich nur das aus dieser Erfahrung heraus. Aber es war für mich ganz klar, dass es muss eine Hingabe sein, eine totale Hingabe zur Wahrheit, eine totale Hingabe mit all dem, was ich als Gabe von Gott empfangen darf. Ne? Es kann nicht eine teilweise Hingabe sein. Ne? Ich muss eine vollständige Hingabe mir selbst anbieten können und für mich selbst leben. Nicht damit ich Gott beweisen kann, hey, siehst du nicht, wie großartig ich als dein Sohn bin in der Hingabe. Nein, das brauche ich ja nur für mich selbst, ja? Weil ich selbst diesen Sinn und Zweck, den wir gerade gehört haben aus der Tageslektion, so aufgeteilt habe, dass ich nicht mehr erkennen konnte, wofür ich wirklich hier bin.
Ja, weil es, ja, hier muss ich was tun und hier sehe ich ein Ziel und hier ist ein Wert, den ich verfolgen könnte, bis ich wieder in Tränen auf meinen Knien war und anerkennen durfte, dass nichts von dem mich glücklich machen konnte und mich wieder erinnern ließ, ja, was ist denn wirklich mein Sinn und Zweck? Und jede Repräsentation des Heiligen Geistes, dieser Macht unseres wahren Geistes wird immer nur auf den wahren Sinn und Zweck hinweisen, weil ich bin nur hier für einen Moment auf der Zeitlinie, um einen wahren Sinn und Zweck zu erfüllen. Und dieser wahre Sinn und Zweck kann mit nichts anderem in Verbindung stehen als mit dem Erwachen aus dem Traum. Es kann mit nichts anderem in Verbindung stehen als herauszukristallisieren in jeder Beziehung, in jeder Kommunikation, wer ich bin, was wir sind in Gott. Es kann nichts anderes sein, als mich daran zu erinnern, was ich bin, was mich erschaffen hat, wer ich wirklich bin. Und darin zeigt sich dann tatsächlich erst das, was zuerst als Missverständnis eigentlich gehandelt wurde, an Macht- oder Kraftvorstellungen, Stärkevorstellungen. Na, es ist, bevor wir nicht ankommen und wirklich anerkennen, dass Macht und Stärke nur im Geist ist und in nichts anderem. Da ist keine Macht und keine Stärke in irgendeinem Bild, weil ich projiziere ja nur die Stärke in das Bild und sehe es dann, wie es zurückreflektiert als eine Teilmacht oder starke Farben hast du verwendet, sagen wir, wenn wir eine Malerei uns ansehen, oder starker Ausdruck in der Musik, ja. Aber das Einzige, was wirklich ein Machtausdruck ist, ist nicht in der Reflexion, was zurückkommt, sondern in unserem eigenen Geben. Und wenn ich diesen Kanal und diese Kommunikation eröffne und offen halte, dann ist der Ausdruck nicht mehr ein begrenzter Ausdruck, sondern ein ewiges Geben. Und das will anerkannt werden. Wenn du anerkennen kannst, dass in deinem Denken, in deinem Ausdehnen, in deinem Geben sich wirklich nur die Ewigkeit zur Ewigkeit ausdehnt, ja, wozu brauchst du dann noch eine Welt, die dich beklatscht oder Thumbs up und wie viele Leute sind im Raum und hören das und wie viele Leute hören sich das über die Woche an in irgendeinem hochgeladenen File. Das ist dann alles nicht mehr wichtig. Da ist das Einzige, was noch resoniert im Geist, ist wirklich Danke, Vater. Danke, Jesus, für deine Führung. Danke, dass du durch mich sprichst, dass du dich durch mich meiner Welt zeigst, so lange, bis ich keinen Nutzen mehr habe, bis ich allen Aspekten der Welt vergeben habe und diese Welt einfach verschwinden wird in deiner Gnade. Und dafür sind wir hier und laden uns ein und geben uns auch alles, teilen dieses Licht miteinander, das sich in dem es ganz, ganz einfach ist, zu erkennen und zu erfahren, eben nicht ein getrennter Körper, nicht eine getrennte Persönlichkeit zu sein, die gerade vom Frühstück kommt und jetzt schon darauf wartet, was es zu Mittag geben wird. Das verschwindet einfach alles aus dem Geist. Es ist nur dieser Lichtkontakt, der dann wirklich zählt, ne? Wow, danke, ja. Und vielleicht noch einen kurzen Ausblick, bevor wir hier uns vollkommen in dieser Verbindung loslassen. Im Kapitel 14, im 11. Abschnitt, als der Prüfstein der Wahrheit, oder ursprünglich hat er es im Urtext als Wahrheitstest bezeichnet. Und da steigt er erstmal darüber ein in diesen ersten Absätzen, wie das eben in der Verleugnung gehandhabt wurde. Und natürlich müssen wir uns diese Verleugnung und Begrenztheit und dieses Kleinhalten dieser Macht des Willens anschauen, damit wir nicht mehr in dieselbe Falle tappen, ne? Damit wir
diese Neuwahl uns in jeder Situation bereits mit uns bringen, unserer Basis entspricht. Indessen ist der wesentliche Punkt, den du zu lernen hast, so er macht schon die klare Ausrichtung, hier gibt es was zu lernen, ja, dass du nicht weißt. Wissen ist Macht. So, hier ist ein Aspekt von Macht des Geistes. Wissen ist Macht und alle Macht, und hier müssen wir ganz klar hinhören, ist von Gott. Du, der du versucht hast, Macht für dich zu behalten, hast sie verloren, unter Anführungszeichen. Du hast geglaubt, du hast sie nicht mehr sehen können, weil die Illusion so wichtig geworden ist, aus dem dann die Investition und die Projektion, was sie dir dann gezeigt hat, was du gewollt hast, dass du sehen möchtest. Du hast die Macht noch, aber du hast so viel zwischen sie und dein Gewahrsein ihrer geschoben, dass du sie nicht nutzen kannst. Und das ist der Punkt, warum wir in unser Zusammenkommen hier eine Lichtkraft in uns eröffnen wollen, damit wir uns wieder erinnern können, okay, ich sehe wieder, diese Macht hat sich nicht verändert. Ich bin sie nach wie vor, sie ist nach wie vor in mir und ich kann sie nutzen und ich will sie nutzen. Alles, was du dir selber beigebracht hast, hat deine Macht zunehmend vor dir verschleiert. Schleier. Du weißt nicht, was sie ist, noch wo sie ist. Du hast einen, er nennt es, einen Anschein von Macht hervorgebracht und ein weiterer Begriff, den er hier, den ich spezifisch in den Raum stelle, eine Schaustellung von Stärke. Also wir sprechen von Anschein von Macht und Schaustellung von Stärke, die so erbärmlich sind, dass sie dich im Stich lassen müssen. Denn Macht ist keine Scheinstärke und die Wahrheit ist jenseits allen Anscheins. Doch alles, was zwischen dir und der Macht Gottes in dir steht, ist nur, dass du das Falsche gelernt und versucht hast, das Wahre aufzuheben, das Wahre zu überdünchen, vom Wahren wegzublicken. Sei denn bereit. Bereit sein ist, bereitwillig zu sein. Sei willens, kannst du sagen. Hier wird bereits eine Ausrichtung auf den Willen gemacht. Sei denn bereit, das alles aufheben zu lassen. Das ist zum Beispiel im Zwölf-Schritte-Programm der Schritt 6. Diese Bereitwilligkeit, befreit zu werden von all den Charakterfehlern, wie es heißt. Sei denn bereit, das alles aufheben zu lassen und sei froh, dass du nicht für immer daran gebunden bist. Denn du hast dir selbst beigebracht, wie du Gottes Sohn gefangen setzen kannst. Eine so undenkbare Lektion, dass nur Wahnsinnige im Tiefschlaf, nennt er mich. Er nennt dich als Mensch eine Wahnsinnige im Tiefschlaf. Guter Ausdruck, das muss man sich mal vor Augen führen, ne? Dass nur Wahnsinnige im Tiefschlaf überhaupt davon träumen könnten. Kann Gott lernen, nicht Gott zu sein? Das ist die Frage. Und die Antwort ist offensichtlich. Und kann sein Sohn, dem alle Gewalt, alle Macht von ihm gegeben wurde, lernen, machtlos zu sein? Du siehst, wie in Gott, so in mir, so in dir. Wie im Himmel, so auf Erden. Was hast du dir selbst beigebracht, das sich überhaupt lohnen würde zu behalten anstelle dessen, was du hast und was du bist? Haben ist sein. Noch ein paar Sätze. Die Sühne lehrt dich, dieses Aufhebungsprinzip lehrt uns, wie du für immer allem entrinnen kannst. Was du dir in der Vergangenheit selbst beigebracht hast, indem sie dir nur zeigt, was du jetzt bist, was ich jetzt bin. Das Lernen ist abgeschlossen, bevor seine Wirkungen sich manifestieren. Das Lernen liegt daher in der Vergangenheit, sein Einfluss aber bestimmt die Gegenwart, indem es ihr jede Bedeutung gibt, die sie für dich haben mag. Dein Lernen gibt der Gegenwart gar keine Bedeutung. Nichts, was du je gelernt hast, kann dir helfen,
die Gegenwart zu verstehen, zu meistern oder dich lehren, wie du die Vergangenheit aufheben kannst. Deine Vergangenheit ist das, was du dich selbst gelehrt hast. Lass das alles los. Versuche nicht, irgendeinen Vorfall oder irgendetwas oder irgendjemanden zu ihrem kleinen Lichte zu verstehen, denn die Dunkelheit, in der du zu sehen versuchst oder versucht hast, kann nur verschleiern. Hab keinerlei Vertrauen, dass die Dunkelheit dein Verständnis erhält, denn sonst widersprichst du dem Licht und denkst deshalb, dass du die Dunkelheit siehst. Die Dunkelheit jedoch kann nicht gesehen werden, denn sie ist nichts weiter als ein Zustand, in dem Sehen unmöglich ist, in dem diese Ausdehnung der Macht deines Seins unmöglich erscheint. So, hier haben wir in diesen ersten drei Absätzen aus diesem 11. Abschnitt vom Kapitel 14, wenn du das nachlesen oder weiterlesen möchtest, eine wirklich großartige Beschreibung. Und von da an geht er natürlich dann in die Alternative, in die Wahrheit und zeigt uns auf, dass Gott uns nicht verlassen hat und dass wir nach wie vor mit ihm denken und bereitwillig sind, das, was uns an Wahrheit überbracht wurde, freudig nun anzunehmen und das, was wir gemacht haben, niederzulegen und wirklich uns daran gewahr zu werden, was wir tatsächlich empfangen haben und tatsächlich geben können, tatsächlich teilen. So, danke für deine Geduld, dein Empfangen, dein Annehmen, dein Gegenwärtigsein. Danke für dein wahrlich Hören, dein Hinhören, dein Horchen mit deinem Geist. Danke, dieser Einladung zu folgen, dies im gegenwärtigen Moment, im Jetzt zu erfahren, erfahren zu wollen, umzusetzen in das Wunder, das dir diesen bewussten Kontakt, diese Kommunikation mit ihm als etabliert, bekräftigt und bestärkt. Und danke für dein im Licht sein, im Ausdruck, in der Ausdehnung deiner Liebe. Und danke für dein in diesem jetzigen Moment verbleiben, es nicht zu einer Zeitlinie zu machen, nicht zu sagen, oh, das ist ja in der Zukunft oder das geht jetzt, die nächste Woche machen wir den Warm-up, sondern zu sehen, okay, ich bin darin bereits. Und ich bin bereit, dieser Einladung zu folgen. Andreas, magst du gerne noch was dieser Einladung hinzufügen, bitte? Na, ich bin unglaublich dankbar für jeden, der sich in diesen Moment reinstellt und es ausdehnt, weil irgendwo wird das im Geist registriert und verstärkt sich unermesslich. Ist immer wieder eine Neugeburt. Und ja, also in diesem Sinne, suche eine Zukunft, die anders ist als die Vergangenheit und möchte da durch jeden einladen. Das Wunderfestival, auch so wie du es ausgedrückt hast, Devavan, das Festival findet immer statt, aber es wird nicht immer gewählt zu erkennen. Und deswegen stelle ich mir ein Festival in meinen Geist, um mich selbst daran zu erinnern, dass es stattfindet. Und ja, dazu ist jeder herzlich willkommen. Dankeschön. Danke. Und danke natürlich, dass das überhaupt sich eröffnen kann in unserem Geist. Ne? Danke uns selbst für, dass wir einen Raum dafür bereitgehalten und eröffnet haben. Ne? Weil es braucht natürlich einen bestimmten geistigen Frieden dazu, ein bestimmtes selbstkörperliches Wohlbefinden, um dem folgen zu können. Und das ist unser Danke an die Gaben des Heiligen Geistes für uns. Ne? Ja, Absolut. wunderbar. Gut, Danke. dann. Lieber Noch. Pan, darf ich noch ganz kurz was lesen? Ja, gerne, Gästner. Und zwar ist es aus dem Handbuch für Lehrer, Frage 23.
Völlig unkommentiert. Jesus ist auf dem Weg vorangegangen. Er hat um Liebe gebeten, aber nur um sie dir zu geben. Du liebst dich selbst nicht, doch in seinen Augen ist deine Lieblichkeit so vollständig und makellos, dass er in ihr ein Bild seines Vaters sieht. Du wirst zum Symbol seines Vaters hier auf Erden. An dich wendet er sich um Hoffnung, weil er in dir keine Grenze und kein Makel sieht, um deine wunderschöne Vollkommenheit zu verderben. In seinen Augen leuchtet Christi Schau in vollkommener Konstanz. Er ist bei dir geblieben. Amen. Amen. Danke. Okay, lass uns hier mit der Feier rausgehen.